Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man aus dünner Wolle eine ganz einfache Beanie, eine ganz einfache Mütze häkeln kann, die für Männer und Frauen, für Kinder, egal was, gut ist und wo man noch einen Farbwechsel machen kann, wenn man möchte, wo man was dran häkeln kann, Blümchen, wo man eine Bommel dran machen kann, Schleifchen, was auch immer. Und die ist genauso eigentlich vom Schema her wie meine andere Anfängermütze, die ganz viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Die ist aber mit dicker Wolle gewesen und da haben so viele gefragt danach, ob ich die auch einmal mit dünner Wolle machen kann, weil sich ja da von den Runden her eigentlich auch viel ändert. Also weil ihr da einfach mehr Runden machen müsst und deswegen habe ich das jetzt mal in Angriff genommen und habe euch noch einmal eine ganz einfache Beanie gemacht mit dünner Wolle. Ich habe hier eine Wolle von online genommen. Das ist die Linie 110 Timona. Ist ein bisschen, also ist Schurwolle und ein bisschen Polyacryl mit dabei. Und das ist eine Merino Superwash. Also ihr könnt die auch gut waschen. Und das ist hier ein 50 Gramm Knäuel. Davon braucht ihr 2 Stück, weil ihr ein bisschen mehr als eine brauchen werdet. Also kommt auch ein bisschen auf die Größe an. Wenn ihr eine Kindermütze macht, reicht davon ein Knäuel völlig aus. Und die, die eine Bommel machen, also das ist jetzt übrig von meinem zweiten Knäuel, die können natürlich von dem Rest auch noch eine Bommel machen. Auf jeden Fall hat die eine Lauflänge von 120 Metern auf 50 Gramm. Und hier wird angegeben, Häkelnadeln 3,5 bis 4,5. Und ich benutze dafür eine 4,0 Nadel. Was ihr sonst noch braucht, ist eine Wollnadel am Ende zum Vernähen von den Restfäden, eine Schere natürlich. Und was ganz hilfreich ist, ist ein Lineal oder ein Maßband, damit ihr eure Größe ermitteln könnt. Dafür habe ich auch ein Video gemacht. Und zwar könnt ihr euch das gerne anschauen, wie man das ausrechnet, um genau die exakte Größe für eure Mütze zu finden. Und meine, die ist jetzt so ungefähr für 57 oder 58 cm Kopfumfang. Und ich werde euch genau sagen, wie lang das auch von oben bis unten ist. Und werde euch dann sagen, wie ihr die auch vergrößern könnt. Aber jetzt geht's zur Anleitung und ich wünsche euch gutes Gelingen dabei. Wir beginnen mit einem Fadenring. Und ihr könnt das auch mit einem Luftmaschenring anfangen. Ich habe beides in meinem Video für Anfänger nochmal in aller Ruhe gezeigt. Das verlinke ich euch unten in der Infobox und hier oben rechts. Das könnt ihr euch ruhig nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Ansonsten macht einfach einen Fadenring, indem ihr das Ganze um die beiden Finger wickelt, hier drunter geht, den Faden hier hochholt, dann die Finger vorsichtig rausnehmt und gleich 2 Luftmaschen macht. 1 und 2. Das ist jetzt schon der Anfang. Wir haben dann hier so einen Restfaden, da können wir so ein bisschen dran ziehen, um das noch kleiner zu machen. Und wir beginnen jetzt mit halben Stäbchen. Und zwar machen wir 11 halbe Stäbchen in diesen Ring hinein. Für ein halbes Stäbchen macht ihr einen Überschlag, stecht in die Mitte von dem kleinen Ring ein, holt den Faden dadurch und mascht alle 3 Schlaufen auf einmal ab. Das war jetzt unser erstes halbes Stäbchen und davon machen wir insgesamt 11, also noch 10. Im Überschlag einstechen, Faden holen, alle 3 abmaschen, Überschlag einstechen, Faden holen, alle 3 abmaschen, bis ihr 11 Stück habt. Dann sieht das Ganze so aus und ihr könnt an diesem Restfaden hier unten ziehen, bis sich dieser kleine Kreis in der Mitte ganz geschlossen hat. Dieser Restfaden wird dann am Ende auch noch vernäht. So, und dann schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier diese 2 Luftmaschen, die wir als Steigeluftmaschen gemacht haben. Und das hier ist unser erstes Stäbchen, was wir gemacht haben.
Und wir stechen direkt hier oben in dieses erste halbe Stäbchen in den Kopf ein, unter beide Maschenglieder. Und machen direkt eine Kettenmasche. Das heißt, ihr holt den Faden durch diese Masche durch und durch die Schlaufe auf der Nadel. Und damit haben wir diese erste Runde beendet. Wir beginnen die nächste Runde wieder mit zwei Luftmaschen, damit wir auf der richtigen Höhe sind. Und jetzt seht ihr schon, wenn ihr hier ein bisschen dran zieht, wo ihr gerade seid. Und zwar hier in diesem ersten halben Stäbchen, da wo wir auch die Kettmasche reingemacht haben. Da sind wir jetzt gerade drin und da wollen wir nochmal einstechen. Und vorher machen wir einen Überschlag und stechen noch einmal da rein, wo ihr auch gerade drin seid. Und machen wieder ein halbes Stäbchen. So sieht das dann aus. Und da wir bei dieser Mütze diese Anfangsluftmaschen nirgendwo mitzählen werden, das heißt, wir werden die nur zum Steigen benutzen, um auf die richtige Höhe von einem halben Stäbchen zu kommen. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich jetzt noch ein zusätzliches halbes Stäbchen hier in dieselbe Masche noch einmal einsteche und reinmache. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es, wenn das so ist, auch keine Lücken gibt, weil dieses Anfangsstäbchen, was manche auch gleich mitzählen, das ist meistens viel dünner als dieses halbe Stäbchen und das sieht man nachher trotzdem. Besonders wenn die Mütze auf dem Kopf ist und sich das ein bisschen dehnt, sieht man, dass das da diese dünne Linie ist mit den Anfangsluftmaschen. Deswegen, weil wir jetzt jede Masche verdoppeln werden, habe ich jetzt hier zwei halbe Stäbchen in ein und dieselbe Masche gemacht, wo wir auch diesen Anfang gemacht haben. Und ihr macht jetzt die ganze Runde so weiter. Ihr werdet in jede Masche zwei halbe Stäbchen machen, also in die nächste freie Masche einstechen, ein halbes Stäbchen und gleich noch ein zweites hinzu in dieselbe Masche. Also ganz einfach, ihr macht jetzt nur zwei halbe Stäbchen in jede Masche. Damit habt ihr dann das Ganze verdoppelt und ihr müsstet nach der Runde 22 halbe Stäbchen haben. Macht das bis zum Ende der Runde, dann zeige ich euch gleich, wie wir die Runde wieder beenden werden. Und dann geht es sofort weiter. Am Ende dieser Runde angekommen, sieht das Ganze so aus. Macht jetzt nicht den Fehler und denkt, dass ihr hier nochmal rein müsst. Wenn ihr hier dran zieht, seht ihr deutlich, dass diese Masche keine freie Masche ist. Das machen ganz viele falsch und die Mütze fällt riesengroß aus, weil ihr einfach in jeder Runde immer nochmal eine Masche dazu genommen habt. Und das ist so ein Anfängerfehler. Das machen ganz viele und da müsst ihr wirklich, wenn ihr euch nicht sicher seid, einfach nochmal nachzählen hier am Rand, ob ihr 22 habt und dann könnt ihr euch sicher sein, dass das wirklich jetzt die letzte freie Masche war oder halt ihr schaut nach und zieht ein bisschen und guckt, okay, hier war ich schon drinne und da ist schon was drin und zwar hier unsere zwei Luftmaschen. Also gehe ich da nicht nochmal rein, aber das ergibt sich nach der Zeit. Und wir werden jetzt das Ganze beenden und zwar hier oben in das erste halbe Stäbchen wieder in den Kopf einstechen, Faden durchholen und nochmal durchholen, also eine Kettmasche. Und wir beginnen die nächste Runde wieder mit zwei Luftmaschen, wie jede Runde, und werden gleich ein halbes Stäbchen mit hinzumachen in diese erste Masche, wo auch die zwei Luftmaschen rauskommen. Also ein halbes Stäbchen und jetzt geht ihr in die nächste freie Masche, die hier, und macht zwei halbe Stäbchen. Also zwei in eine Masche. Und das wiederholt ihr jetzt die ganze Runde, in die nächste Masche nur ein Stäbchen und in die danach wieder zwei Stäbchen. Also ihr verdoppelt jede zweite Masche, dann wieder nur ein Stäbchen. Und in die danach macht ihr wieder zwei halbe Stäbchen. Und das wechselt sich jetzt immer so ab, bis ihr wieder am Ende der Runde angekommen seid. Ihr müsstet dann insgesamt nach dieser Runde 33 halbe Stäbchen haben. Am Ende der Runde angekommen, macht ihr wieder in das erste halbe Stäbchen oben
eine Kettmasche, also durchziehen und durchziehen. Dann habt ihr, wie schon gesagt, die 33 halben Stäbchen und wir beginnen die nächste Runde. Und zwar machen wir wie immer die zwei Luftmaschen und machen ein halbes Stäbchen direkt mit dazu in diese Masche, wo auch die zwei Luftmaschen rauskommen. Dann in die nächste Masche macht ihr auch nur ein Stäbchen, also ein halbes Stäbchen, und in die danach macht ihr zwei. Das heißt, wir verdoppeln jede dritte Masche in dieser Runde. In die nächste Masche kommt eine, in die zweite kommt eine und in die dritte zwei halbe Stäbchen. Das wiederholt ihr die ganze Zeit, jede dritte Masche verdoppeln, bis ihr am Ende der Runde angekommen seid. Dann dürftet ihr ganz genau 44 halbe Stäbchen haben. Übrigens, die Maschenzahlen am Ende jeder Runde, die schreibe ich euch unter das Video in die Beschreibung nochmal rein. Dann könnt ihr das in Ruhe nachlesen. Am Ende der Runde habt ihr wieder mit der letzten Masche habt ihr wieder verdoppelt das Ganze. Das war dann die dritte Masche. Und ihr stecht dann in das erste halbe Stäbchen wieder ein, um eine Kettmasche zu machen und die Runde abzuschließen. Dann wieder zwei Luftmaschen. Und gleich in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen dazu. In die nächste Masche ein halbes Stäbchen. Und in die dritte auch ein halbes Stäbchen. Und dann kommen wieder zwei halbe Stäbchen. Dann wieder in die nächsten drei Maschen je ein halbes Stäbchen. Und in die vierte macht ihr dann wieder zwei halbe Stäbchen. Also wir verdoppeln jede vierte Masche in dieser Runde. Das macht ihr wieder bis zum Ende. Wiederholt das, bis ihr am Ende angekommen seid. Und dann geht es gleich wieder weiter. So, und die letzte vierte, die noch verdoppelt wird. Und dann wieder eine Kettmasche hier oben in das erste halbe Stäbchen. Ja, dann geht es gleich weiter mit der nächsten Runde. Wir brauchen immer noch Zunahmen, weil dieser sogenannte Teller einfach noch zu klein ist. Das ist eben bei der dünnen Wolle, dauert das ein bisschen. Also wieder zwei Luftmaschen und weiterhin Zunahmen. In die gleiche Masche nochmal ein halbes Stäbchen. In die zweite Masche ein halbes Stäbchen. In die dritte ein halbes Stäbchen. Und in die vierte ein halbes Stäbchen. Und dann in die fünfte Masche gehen wir rein und machen die Verdopplung, also zwei halbe Stäbchen. Dann wieder in die nächsten vier Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Und vier. Und dann in das fünfte macht ihr zwei halbe Stäbchen. Wiederholt das bis zum runden Ende. Und ich zeige euch, wie es weitergeht. Und wenn ihr merken solltet am Ende, dass ihr zählt und zählt und zählt und dann ist das so wie hier bei mir jetzt, dass ihr noch eine Masche frei habt. Dabei meintet ihr, dass das hier die fünfte Masche war und es kamen zwei Stück rein. Da merkt ihr schon, dass irgendwas nicht stimmt. Also da müsst ihr euch auf die Fehlersuche begeben. Wo ihr nicht richtig gezählt habt, das kann mal ganz schnell passieren. Und ich habe meinen Fehler hier vorne gleich gefunden. Macht nochmal auf, damit ihr die richtige Maschenanzahl habt. Und rechnet nochmal richtig, zählt immer ab, 1, 2, 3, 4 und dann kommt das Doppelte dran. Und wenn ihr das merkt, dass ihr am Ende in die letzte Masche nicht verdoppelt, da stimmt irgendwas nicht. Also da müsst ihr dann nochmal euch auf die Fehlersuche begeben.
Nur so als kleiner Tipp. Und wenn ihr dann den Fehler behoben habt, macht ihr ganz normal das Ende. Also 1, 2 habe ich jetzt in die dritte eine, in die vierte eine und die letzte ist die fünfte. Jetzt stimmt's und da macht ihr wieder 2 rein. Beendet die Runde mit einer Kettmasche in die erste Masche und schließt die Runde ab. Übrigens für alle, die nicht wissen genau, welche Größe sie brauchen vom Kopfumfang her und so, wie groß das Ganze hier werden muss mit den Zunahmen. Ihr könnt die in einer beliebigen Größe machen, wenn ihr entweder weiter Zunahmen macht oder weniger Zunahmen für eine kleinere Mütze. Ich habe da ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Da erkläre ich ganz einfach, wie man den Kopfumfang errechnen kann anhand dieses Tellers, also diese flachen, anhand dieses flachen Kreises, das ihr hier am Anfang gehäkelt habt. Das müsst ihr einfach ausmessen. Da zeige ich das in diesem Video, was ich euch hier rechts oben verlinke. Und wir beginnen noch die nächste Runde mit Zunahmen, also mit 2 Luftmaschen und einem halben Stäbchen in dieselbe Masche. Dann in die nächsten 4 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Und dann 2 halbe Stäbchen in die nächste Masche. Das heißt, wir verdoppeln in dieser Runde jede 6. Masche. Ihr macht einfach wie immer in die ersten 5 Maschen ein halbes Stäbchen. 4 und 5. Und dann in die 6. Masche macht ihr 2 halbe Stäbchen. Bis zum Ende der Runde. Könnt auch mit einer Kettmasche wieder beenden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die letzte Masche habe ich verdoppelt und steche jetzt hier oben wieder ein in die erste Masche, um mit einer Kettmasche abzuschließen. Ich habe jetzt erst 14 cm von dem Durchmesser her, deswegen reicht das noch nicht an Zunahmen. Deswegen mache ich noch weiter, also 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen. Dann in die kommenden 5 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. 2, 3, 4, 5. Und in das danach machen wir dann 2 halbe Stäbchen. Also verdoppeln wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, jede 7. Masche. Das heißt, in die nächsten 6 macht ihr dann auch wieder nur eine Masche, so ein halbes Stäbchen. Und in das 7. macht ihr 2. Und das macht ihr die ganze Runde lang, wie immer, auch abschließen die Runde. So, ihr könnt dann die Runde wieder mit einer Kettmasche beenden. Und ab jetzt würde es für meine Größe reichen, deswegen die 2 Luftmaschen und ein halbes Stäbchen und ab da einfach in jede Masche ein halbes Stäbchen. Und das könnt ihr jetzt beliebig lang fortsetzen, so lang wie ihr eure Mütze haben wollt. Also wenn ihr eine Longbeanie haben wollt, natürlich länger. Ansonsten probiert die an, ob die zu den Ohrläppchen geht. Ich werde euch gleich noch meine Gesamtrundenzahl sagen, wenn ich die Mütze fertig gehäkelt habe. So, ich bin soweit. Ich habe jetzt weiter gehäkelt bis zum Ohrläppchen und das sind bei mir insgesamt jetzt noch zusätzlich 17 Runden. Also ich habe ja am Anfang diese bis zur 7., also verdoppeln bis zur 7. gemacht. Das waren 8 Runden und dann jetzt nochmal 17 Runden. Und wen es interessiert, ich habe jetzt hier von der Spitze gemessen, bis nach unten, das sind 21 cm und die sitzt bei mir sehr locker, also vermute ich, das ist jetzt so ungefähr 57, 58 cm Kopfumfang. Aber das kommt eben auch auf die Art, wie ihr häkelt an und ein bisschen natürlich auch auf die Wolle, wenn ihr eine andere Wolle habt mit einer anderen Lauflänge.
Und jetzt sind wir soweit, dann können wir unseren Rand machen. Ihr beendet die Runde einfach in die erste Masche mit einer Kettmasche. Und wir werden jetzt oben eine schöne Abschlusskante machen, dass das auch ein bisschen die Form behält. Und dafür dreht ihr die Mütze einmal komplett auf die andere Seite. Das heißt, ihr guckt dann von innen auf eure Mütze und häkelt in die entgegengesetzte Richtung. Also anstatt dahin häkeln wir jetzt hierhin. Und da macht ihr jetzt einfach eine Luftmasche und stecht in die nächste freie Masche ein und macht eine feste Masche und so weiter. In jede Masche eine feste Masche. Ich werde jetzt nur eine Runde davon machen. Man könnte auch zwei machen, aber eine reicht auch völlig aus. Dadurch behält die eben die Form und leiert nicht unten am Rand aus. Und das ist so, denke ich, in Ordnung mit einer Runde. Ihr könnt ja ruhig anprobieren, wenn ihr meint, dass es noch ein bisschen länger sein darf, dann könnt ihr ja ruhig noch eine zweite Runde hinzufügen. Mache ich jetzt auch bis zum Ende der Runde und dann zeige ich euch noch, wie ihr eure Fäden vernähen könnt. Und dann sehen wir uns gleich. Am Ende angekommen, macht ihr dann in die erste feste Masche eine Kettmasche und verbindet das Ganze mit einer Kettmasche, damit das einen schönen Rand ergibt. Ihr könnt dann den Faden lockern und schneidet ab. Dann ziehe ich mir das Ganze hier noch fest, dass das einen ordentlichen Knoten gibt. So. Und jetzt geht es ans Vernähen. Und zwar müssen wir hier diesen Anfangsfaden von unserem Fadenring machen. Und das hier auch. Dazu nehme ich mir meine Wollnadel, ziehe mir das Ganze hier drauf. Und dann vernäht ihr hier einfach mit ein paar Stichen diesen Anfang, damit sich das Ganze nicht mehr öffnet, auch beim Waschen später. Und hier oben an der Kante, da muss es besonders schön aussehen, da geht ihr hier am Rand rein und fädelt euch so ein bisschen die Reihe hier entlang, immer hoch und runter. Und dann macht ihr das in die entgegengesetzte Richtung nochmal. Und stecht aber hier nach der ersten Masche ein, so dass sich das hier hinten verankert und macht nochmal in die entgegengesetzte Richtung. Und ich mache das dann immer noch einmal in die andere Richtung. So, und dann könnt ihr das abschneiden vorsichtig. Dann ist das auch schön vernäht. So, und jetzt zeige ich euch, wie die Mütze fertig aussieht. Ganz einfacher Beanie und wirklich einfach nachzumachen. Hier ist irgendwo auch unsere Kante hier. Also jetzt sieht man das, finde ich, ganz schön, dass das wunderbar zusammenhält, auch wenn man dran zieht. Also wenn man die Mütze anhat, dann dehnt sich das Ganze ja und da sieht man überhaupt gar nichts mehr. Und das finde ich halt das Schöne dabei. Manche machen das ein bisschen anders, da hat man dann immer so eine komische Lücke. Hier geht die entlang, da seht ihr das genau. Aber wenn man die anhat, dann ist da wirklich nichts mehr. Und ich habe jetzt noch Wolle übrig von dem zweiten Knäuel und zwar
genauso viel, wie man noch bräuchte, um zum Beispiel eine Bommel zu machen. Also ihr könnt gerne nach meiner Anleitung, die ich hier oben verlinke, eine Bommel dazu machen oder zum Beispiel solche schöne Applikationen, Blümchen oder Schleifchen, je nachdem, für wen ihr das macht. Also das kann man ganz toll noch verzieren. Ist halt jetzt eine ganz einfache Mütze, aber das haben sich halt so viele gewünscht. Deswegen habe ich die jetzt auch einfach gehalten. Wer möchte, kann natürlich auch den Farbwechsel machen, weil ich ja hier die runden Abschlüsse habe. Das ist ganz einfach dann. Da kann man dann einfach einen Farbwechsel machen. Und ich denke, die ist so, wie sie ist, auch schön nachzumachen für Anfänger. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit der Anleitung. Wenn es euch geholfen hat, wenn euch die Anleitung gefällt, dann freue ich mich natürlich ganz sehr über einen Daumen hoch von euch. Und ich wünsche euch viel Freude beim Häkeln. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und teilt meine Videos, da freue ich mich. Und bis zum nächsten Mal.